ich merke gerade, es muss nicht immer Ostsee sein, Nordsee oder die Alpen. Hier ist es auch richtig toll. Moin, endlich bin ich wieder unterwegs. Nach dem ja sehr verregneten Himmelfahrtswochenende bin ich nicht losgekommen. Es war kalt und regnerisch die ganzen Tage. Das hat sich nicht gelohnt, eine Radreise zu starten. Pfingstwochenende sollte auch eigentlich fast nur regnen, zumindest stürmen. Aber jetzt hat sich doch noch eine schöne Wetterlücke aufgetan. Ich stehe hier nämlich nicht in Schleswig-Holstein, sondern in Brandenburg, in genauer gesagt Pritzwalk. Denn, wie man sieht, da hinten blauer Himmel. Ja, deswegen gibt es heute hier zumindest eine Tagestour, will ich hier starten. Oh, ich freue mich drauf, hier zu sein. Nach dieser Zwangspause, muss ich sagen. Ich dachte schon, Pfingsten fällt jetzt auch noch aus. Es war eigentlich sehr schlecht angesagt, sehr, sehr windig. Ja, okay, Wind ist immer noch, aber auf einmal dann doch nicht mehr so doll. Also nichts wie los. Wie gesagt, zumindest heute in der Tagestour hier vom Pritzwalk aus in Brandenburg ist ja alles erlaubt. Mecklenburg-Vorpommern ist ja noch zu. Aber ich konnte da durchfahren, also bin ich jetzt hier und mache hier eine schöne Tagestour, hoffe ich. Ja, so ungefähr von 120 Kilometern habe ich mir vorgenommen. Von hier an die Elbe runter und dann ein Stück entlang, dann nach Wittenberge und dann wieder zurück. Ja, ich habe eine selbst geplante Tour gemacht, die ich jetzt heute folgen werde. Ja, auf ausgeschilderten Radwegen, teilweise, nicht immer. Aber ich schätze mal, sehr viele Highlights auch wird dabei sein. Und allein die Elbe, das wird ja schon wieder klasse. Ich freue mich richtig, doch noch loszukommen an Pfingsten, wenn das nicht auch noch ausfällt, dass ich dann doch noch mal entspannt Rad fahren kann. Wie gesagt, heute eine Tagestour. Es wird nicht zu warm, aber trocken soll es jetzt werden. Es hat gerade eben sogar noch geregnet, aber jetzt kommt die trockene Phase. Ich freue mich drauf, es gibt bestimmt schöne Bilder. Also viel Spaß dabei. Das nicht toll aus. Ja, ich bin noch keine 2 Kilometer aus Pritzwalk raus. Jetzt stehe ich hier in den Rapsfeldern. Rundherum sind die, die ganze Zeit konnte ich sie bis jetzt die letzten Wochen nicht genießen. Immer Regen, kaum Sonne. Aber heute stehe ich hier in blühenden Landschaften. Echt herrlich. Och, ich freue mich so, dass ich hier doch noch Pfingsten los kann. Zumindest für eine Tagestour. Oh, das tat so weh, das Himmelfahrtswochenende sausen zu lassen. Eigentlich schade. Ich hatte eine schöne Tour geplant, erst hatte ich sie auf 4 Tage geplant, dann habe ich eine kleinere Runde auf 3 Tage, aber der Wetterbericht wurde wieder immer schlechter. Der Regen ist ja nicht immer das Schlimmste, aber es war ja auch so kalt dabei. Also es sollte nicht sein und jetzt sah es Pfingsten genauso aus. Gestern war richtig Sturm, bei uns oben hat es sogar fast den ganzen Tag nur geregnet. Hier hat es, weiß ich gar nicht, so
vielleicht nicht ganz so viel geregnet, war aber auch nicht viel besser vom Wind her. Heute ist auch noch ein bisschen Wind, aber lang nicht mehr so viel. Deswegen nichts wie los und durch diese tolle Landschaft. Ja, das ist eigentlich auch alles Neuland für mich. Ich bin noch nie hier gewesen in dieser Ecke. Also ich bin richtig euphorisch, muss ich ehrlich sagen. Ich freue mich richtig, dass ich jetzt auf Pfingsten los kann. Nächsten freien Tag nochmal nutzen. Mal sehen, was gleich kommt. Die ganzen Orte, die jetzt kommen, die weiß ich gar nicht. Das sind alles so viele kleine Orte hier, aber eigentlich auch wieder sehr schön gelegen. Ach, ist alles schön. Heute wird alles schön werden. Jetzt habe ich die ersten Dörfer durchfahren. Hier bin ich jetzt in Kuhsdorf. Und gerade eben war ich in Geisendorf. Da gab es die ersten große Steigungsprozente, ja 5%. Aber da musste es auch noch mal regnen. Boah, aber schöne Landschaften ist das hier. Irgendwo im Nirgendwo. Ja, Kuhsdorf heißt das hier, aber hier sind eigentlich nur Schafe. Und hier ist auch ein Wegweiser, kann man jetzt schön sehen. Oh, ich befinde mich jetzt auf Bischofstour oder Elbe-Müritz-Radweg, das folge ich jetzt erstmal bis Bad Wilsnack, 35 Kilometer noch. Das ist mein Weg, den ich jetzt erstmal fahren werde. Und was ich nicht wusste, es gibt nicht nur Kuhsdorf, sondern auch was Leckeres, weiß ich nicht, aber es gibt auch Kuhbier. Wusste ich noch nicht, in 4 Kilometer, vielleicht mal ein Abstecher wert. Aber wäre noch ein bisschen früh, ist gerade mal 8:30, 9:00. Ich bin früh gestartet heute Morgen von zu Hause aus, um diesen Tag zu genießen. Ach, weiter geht's durch schöne Landschaften, hoffe ich doch. Ach, und ich habe mir heute sehr viel Zeit genommen. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Also werde ich das alles hier genießen. Ich bin noch nicht sehr weit gekommen, aber ich bin sehr begeistert von dieser Landschaft, durch diese Wege, wo ich jetzt hier schon durchgekommen bin. Wunderschön, ja, Brandenburg gefällt mir sehr gut. Und was ich sagen muss, ja, eigentlich war die Himmelfahrtstour ja auch eine Wildcamping-Tour geplant gewesen. Und dann, ja, ich schaue mich jetzt hier andauernd um. Ich könnte da hätte man jetzt das Zelt aufbauen, da rein, da vielleicht das Zelt. Man guckt fast nur noch, wo man das hätte aufstellen können jetzt auf dieser Tour. Aber heute habe ich es nicht mit. Ich habe auch überhaupt keine Taschen mit, weil die so ein bisschen Windfänger wären heute. Deswegen habe ich heute den Rucksack auf. Und hier bin ich mal an so ein Schild. Hier sind immer so Wegpunkte, Knotenpunkte. Das System haben sie hier auch. Und hier ist eine Karte. Oh, ist da was Mesendorf gewesen. Jetzt stehe ich hier. Groß-Woltersdorf. Komme ich jetzt durch und jetzt geht es hier weiter runter. Lindenberg und so weiter und so fort. Kleine Orte. Richtig schön. Und die Sonne kommt. Ach, super. Aber
Ich habe auch schon einige tolle Rastplätze auf diesem Radweg gesehen. Also sehr toll. Also richtig schön, der Radweg bis jetzt. Die Bischofstour an der Elbe-Müritz-Rundweg. Bin ich hier in Lindenberg, apropos Lindenberg und Pankow. Der Udo Lindenberg hat auch gerade erst Geburtstag gehabt, wurde 75. Nochmal Glückwunsch nachträglich. Ja, und ich hatte auch Geburtstag am Freitag. Ja, jetzt könnt ihr nochmal die Chance nutzen, ja, nochmal nachträglich zu gratulieren. Es haben auch einige gratuliert, dass sie wirklich daran gedacht haben. Echt toll. Wahnsinn. Ja, es geht weiter. Ich finde die Landschaft immer noch sehr, ja, schön. Ich kann es nicht beschreiben, auch wenn das so landschaftlich geprägt ist, aber wie das hier so überall aussieht, es geht auch mal so hoch und runter. Irgendwie richtig schön abwechslungsreich, trotzdem, es macht sehr viel Spaß. Hier bin ich jetzt im Örtchen Hoppenrade und wie man hier sieht, andauernd sind richtig tolle Plätze zum Rasten an diesem Radweg. Richtig schön, also was soll ich sagen, also richtig gut eingerichtet hier alles. Man fährt zwar relativ zwischen den Dörfern so richtig einsam, es waren auch mal so jetzt freie Flächen, wo der Wind auch mal richtig ankam, aber wenn man so einen Ort kommt und überall immer wieder Bänke, Unterstände, auch mit Dach, alles ist dabei, ja, so soll es eigentlich sein. Aber dieses Dörfchen hier, das ist richtig schön gelegen. Hier ist, glaube ich, wieder so ein Mühlenteich oder sowas. Also ist richtig toll. Also das sind Landschaften. Also ich bin echt froh, hier zu sein. Oh, richtig schön. Hier wird so ein bisschen das Flüsschen aufgestaut. Ach man, das ist echt klasse. Es macht so viel Spaß. Ja, und die Straßenqualität ist auch besser, wie ich gedacht habe. Hier ist zwar jetzt Kopfsteinpflaster mal in Ortschaften, aber da kommt man immer eigentlich gut dran vorbei. Also es läuft, es macht Spaß, es ist echt super. Oh, ich bin so glücklich. Also es macht richtig Laune.
Kilometer 35, ich befinde mich hier irgendwo vor Plattenburg. Aber was soll man zu diesem Weg sagen? Diese Geräusche hier. Es ist so ruhig, kaum Autoverkehr, auch wenn man mal auf eine Straße fährt. Einfach ein Traum. Und dieser Weg jetzt hier, wow. Wo bin ich hier nun wieder gelandet? Hier mitten drin auf einmal eine Burg, die ich gerade am Schild gelesen habe. Die älteste Wasserburg Norddeutschlands. Wow, oh, ein Gebäude hier. Toller Ort. Doch perfekt für eine Rast jetzt. Und wärmer wird es auch. Kann ich gleich mal die Jacke ausziehen. Endlich mal ein bisschen Sonne mehr. Wunderbar hier. Bis jetzt habe ich noch Glück gehabt mit dem Gegenwind. Das war immer Wald oder so. Also es läuft ziemlich gut und also dieses Örtchen hier, der Wahnsinn. Oh, müsste mal googeln, was für eine Geschichte das hat. Oder vielleicht gibt es auch eine Internetseite. Muss ich mal sehen. Das war doch mal wieder ein schönes Rastplätzchen. Was man wieder hier alles so sieht, ist echt unglaublich, sehr, sehr schön. Und ich dachte, das schöne Stück kommt doch erst noch, wenn ich an der Elbe komme und so. Aber bis jetzt war es alles echt super. Oh, weiter geht's. Jetzt stehe ich hier vor der Wunderblutkirche von Bad Wilsnack. Richtig schön, großes Gebäude auch von drinnen gut aus anzusehen. Die Strecke hier war auch, ja, kann man sagen, okay, durch den Wald. Das war so eine Strecke, die ich als öfters erwartet hatte. Wald, durch den Wald, Pfützen, aber es ging eigentlich. Es war immer noch fest, nicht sehr matschig, aber durch den vielen Regen gab es viele Pfützen. Holprig war es, aber vollkommen in Ordnung. Also ich bin weiter begeistert. Auch dieses kleine Städtchen hier kann man sich echt gut anschauen. Wie gesagt, die Kirche echt wunderbar. Ich habe da gerade den
QR-Code mal abgefilmt, den kann man ja scannen, dann bekommt dann die Webseite, da steht dann alles drin über diese Kirche. Das ist ein ja, schon ziemlich alter Wallfahrtsort. Und jetzt, ja, wo geht's jetzt hin? Jetzt fahre ich Richtung Rühstedt, das ist jetzt nicht mehr an der Elbe-Müritz-Runde oder an dem Bischofsweg. Die Radroute, die werde ich jetzt verlassen. Ich mache meinen eigenen Weg direkt nach Rühstedt zum Storchendorf an der Elbe. Aber es sind noch einige Kilometer bis dahin. Also es geht noch weiter. 11:45, ich glaube, wie viel Kilometer? 48 Kilometer und muss noch 75. Also noch nicht mal die Hälfte, aber ich habe ja Zeit. Es ist einfach zu schön, um einfach hier durchzurasen. Rühstedt ist erreicht, das Storchendorf. Das ist das Pendant zu Bergenhusen in Schleswig-Holstein. Da gibt es ja auch so viele Storchennester auf den Dächern. Da war ich auch dieses Jahr auch schon beim Eider-Trine-Sorge-Radweg. Mal sehen, ob ich hier welche entdecke. Hier gibt es auch ein Informationszentrum, alles, was es auch in Bergenhusen gibt. Mal schauen. Und die Elbe, ich müsste sie eigentlich schon riechen. Sie ist echt nicht mehr weit, da komme ich gleich ran. Da habe ich sie. Nach 62 Kilometern bin ich endlich an der Elbe. Aber wie man sieht, etwas Hochwasser würde ich sagen. Ja, es hat auch viel geregnet. Oh, herrlich. Endlich mal wieder an der Elbe. Ich war ja schon einmal, aber immer wieder schön. Die Elbe hat echt was. Oh, da hinten sind ja auch ein Paddeln. Oh, ist gute Strömung. Also das ist doch ein bisschen erhöht alles, aber richtig toll hier, das geschafft zu haben, hier bei Rühstedt. Ich würde sagen, Bergenhusen und Rühstedt, ich glaube, die haben so ungefähr dieselben Nestmenge, weil waren auch viele nicht besetzt. Aber doch ganz schön ordentlich was los da. Auch oh, jetzt sind die Touristen ja auch wieder da, Camper, alles wieder vorhanden. Ist auch wieder schön zu sehen, dass wieder mehr los ist. Die Cafés, da sitzen wieder Leute. Wunderbar. Und jetzt stehe ich hier an der Elbe, jetzt ist wieder alles möglich. Wunderbar, nur noch MacPom ziert sich ein wenig, aber in 2 Wochen spätestens ist das auch offen. Oh, toll, ja, richtig schön. Und was man auch sieht, oh, ich glaube, nach Regen sieht es erstmal nicht aus, denn Schauer waren nicht ausgeschlossen.
Deswegen musste ich aber trotzdem die Regenklamotten mitnehmen. Die habe ich nämlich in den schwarzen Beutel hier hinten auf dem Gepäckträger. Boah, aber ja, wärmer wird es auch langsam. Es ist nicht mehr ganz so kalt. War richtig toll. Endlich mal wieder an der Elbe. Jetzt geht es erstmal immer da entlang bis Wittenberge. Sind gar nicht mal so viele Kilometer, aber erstmal die Strecke genießen. Ach, so herrlich. Ich muss hier mal wieder eine Pause machen, auch wenn das hier so pustig ist, aber das muss sein. Ein schönes Plätzchen hier an der Elbe. Oh, herrlich. Ein Traum. Schön, dass ich doch losgefahren bin zu Pfingsten. Geil. Echt Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Das war echt eine schöne Pause, hat gut getan. War leider etwas pustig da, aber auch nicht kalt. 15 Grad haben wir jetzt. Und hier bei Hinsdorf, oder wie der Ort hier hieß, muss leider hier im Inland fahren, denn der Deich ist eine Baustelle zurzeit. Deswegen muss man hier hinten über die Straße fahren. Wittenberge ist auch nicht mehr weit, nur noch ein paar Kilometer. Ich glaube, 8 stand da gerade hinten dran. Dort ist schon Wittenberge zu sehen. Da rolle ich gleich mal rein in die Stadt und auch durch. Oder könnte ich jetzt einfach abkürzen, Zug nehmen, zurück. Ganz einfach, ganz easy. Nein, es sind noch 50 Kilometer bis nach Pritzwalk. Bis zum Endpunkt. Habe ich ja noch richtig Lust drauf. 2:30 erst, so viel Zeit noch. Der Tag ist noch lang. Wow, aber richtig schöner Weg hier. Ab Wittenberge kenne ich die Elbe, alles Richtung Nordwest bin ich irgendwann schon mal abgefahren. Das Stück kannte ich hier noch nicht, richtig schön, richtig toll. Hat echt Spaß gebracht hier an der Elbe. Aber jetzt geht es gleich durch die Stadt und dann Richtung Perleberg, glaube ich, ist es denn.
Wittenberge hat sich aber ganz schön gemausert. Also ich bin vor 15 Jahren, 20 Jahren da gewesen an der Elbe, habe ich so eine Tour gemacht, habe mir die Stadt ein bisschen angeschaut, da sah das noch ganz anders aus. Jetzt ist das schon echt tippitoppi, sieht schon richtig gut aus und die beste Adresse ist jetzt natürlich direkt an der Elbe. Das sah damals auch ganz anders aus mit den Industriebrachen. Aber jetzt hat sich gut gemausert in diesen ganzen Jahren. Naja, aber sie sind aber auch noch nicht fertig und ich bin auch noch nicht fertig. Ich fahre jetzt Richtung Perleberg hier entlang der Bahnstrecke und Bundesstraße. Hier hinten gibt es so eine Parallelstraße, die folge ich jetzt bis Perleberg. Mal sehen, was es da gibt. Ich bin jetzt hier kurz vorm Ort Weisen und dann geht es weiter Perleberg. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer es sind. Aber das ist so ein Überbrückungsstück, bevor ich dann wieder bei Perleberg wieder auf einen Radweg stoße. Pritzwalk, nur noch 29,8 Kilometer. Ich bin jetzt hier in Perleberg. War auch wieder ein schönes Städtchen. Schön anzuschauen. Aber jetzt geht es auch langsam wieder zurück. 30 Kilometer ist gar nicht mehr viel. Und jetzt kann man auch sehen, ich bin auf dem Tour Brandenburg Radweg. Und der Gänsetour und Radtouren, historische Stadtkerne, die Nummer 3. Aber jetzt folge ich hauptsächlich der Tour Brandenburg. Es sind ja schon einige gefahren. Ein ganz schöner Radweg, ein ganz schön langer Radweg, aber ich mache jetzt nur dieses kurze Stück bis Pritzwalk. Oh, und es ist ganz schön grau geworden. Ein paar Schauer sind schon unterwegs. Ich hoffe, die treffen ihn nicht, aber wäre egal. Ja, der Regen kommt direkt auf mich zu. Ich mache hier jetzt erstmal eine Pause. Hier ist ein überdachter Unterstand. Das werde ich jetzt mal kurz nutzen. Und zumindest den ersten Schauer erstmal abwarten. Erstmal was essen. Ja, ein bisschen Hunger habe ich auch. Boah. Also erstmal in Ruhe abwarten. Es tröpfelt schon. Noch nicht doll, aber sieht nicht so gut aus. Da kommt was. Verdammt. Naja, abwarten. Ich bin nochmal umgezogen hier auf die andere Seite. Hier ist nochmal eine größere Hütte. Eigentlich will ich auch gleich mal los wieder. Gute halbe Stunde habe ich hier schon verbracht, aber genau jetzt wollte ich los. Es sah besser aus und jetzt regnet es am dollsten.
es ist nicht extrem viel, aber es langt halt auch, meinen nass zu machen. Es ist auch kalt geworden irgendwie, echt frisch für Mai. Aber da hinten scheint ja schon die Sonne, da muss ich halt noch ein paar Minuten warten. Ich habe ja Zeit, aber hier bin ich übrigens an der neuen Mühle von Perleberg an der Stepenitz. Richtig schöner Ort hier. Boah, gefällt. Aber so langsam möchte ich auch mal weiter. Es wird nämlich kalt, wenn man hier nur rumsitzt. Oh Leute, diese Landschaft hier, wunderschön, unbeschreiblich, dieses Flusstal hier, das ist die Stepenitz, ist das, hier fährt man so entlang, da unten sind glückliche Kühe, weit und breit kein Ort, ich bin hier zwischen Großlinde und Kreuzburg, kleine Ortschaften sind es auch nur, völlig in nirgendwo, also es ist echt. Ich merke gerade, es muss nicht immer Ostsee sein, Nordsee oder die Alpen. Hier ist es auch richtig toll. Ah, das ist echt toll hier. Das ist unbeschreiblich. Was für eine Stimmung hier, das Zirpen. Nichts zu hören von der Zivilisation. Kein Autobahngeräusch, nichts. Ist gerade echt toll. Und da hinten steht noch ein Reh, das kann ich hier nicht zeigen. Eins, zwei, drei, vier. Ach Gott, alles voll. Die sehe ich jetzt erst, aber ich könnte leider nicht sehen, das ist echt. Also mitten in der Natur hier. Ach, das ist echt eine tolle Stimmung gerade hier. Ach, bisschen ergriffen gerade, weil es so toll ist. Ach, ich muss weiter, trotzdem. Hier ist es wieder so krass einsam, nichts los, keine Leute, keine Autos. Ach, einfach nur herrlich. Ich wiederhole mich, ist ja vielleicht nicht die schönste Gegend, aber ich glaube die ruhigste. Unglaublich. Und da vorne, ich glaube da vorne ist sogar ein Nandu oder ein Kranich, ich weiß das nicht. Ja, ist halt einsam hier. Unglaublich. Also hier mache ich echt gerne fahren. Das war echt super. Oder was war es? Ist immer noch. Ah, hier sind sie.
12 Kilometer noch bis ins Ziel. 112 habe ich hinter mir, schon eine gewaltige Strecke. Aber auch hier alles wunderbar. Schöne Hütte hier. Vielleicht nicht gerade was zum Übernachten, sehr offen. Aber ja, Rastplatz wäre es immer gut. Oh, es sind nur noch 12, es ist bald vorbei. 18.15 Uhr schon, aber ich habe immer noch Zeit. Alles ganz ruhig angehen lassen. Das war richtig, richtig entspannt heute. Hört sich viel an, 112 Kilometer schon, aber das war halt langsam gefahren. Ohne Power, einfach nur genießen heute. Aber es ist ja auch noch nicht zu Ende. 12 habe ich noch. Oh, hier ist es echt schön. Es geht weiterhin durch das Tal der Stepenitz. Oh, richtig klasse. Naja, noch ist nicht zu Ende. Weiter geht's. Nur noch wenige Kilometer und dann ist das hier vorbei. Oh, schade. Pritzwalk ist wieder erreicht und ich stehe jetzt hier an der Stadtgrenze an der Kartfelder Mühle. Ein richtig toller Ort wieder hier. Hier kann man sogar wohnen. Richtig schön hergerichtet. Ja, und das ist auch, glaube ich, der richtige Platz, um jetzt mit dem Video Schluss zu machen. Wow, was für eine Strecke. 125 Kilometer bin ich jetzt gefahren. Jeder einzelne Kilometer war eigentlich grandios. Ganz toll. Diese Radwege, auch diese Tour Brandenburg jetzt, das hat auch, es war unglaublich, das kann man nicht rüberbringen, es war einfach nur klasse. Aber dieser Ort hier jetzt, diese Abendstimmung, 19 Uhr, ich habe mir unheimlich viel Zeit genommen heute für diesen ganzen Tag. Es hat einen so gut getan, ich habe wieder gemerkt, Radfahren ist doch das Beste, das ist mein Ding, deswegen fahre ich Fahrrad, genau um so ein Erlebnis zu haben wie heute. Es ist einfach nur eine geplante Runde. Die Kilometer, die ich ungefähr schaffen will, einfach unglaublich. Es war so toll. Ihr habt es ja hoffentlich gesehen. Ich konnte das mit dem Video so ein bisschen rüberbringen. Zwischendurch habe ich echt, oh, da konnte ich mich kaum fassen, weil es so schön war. Ach, an der Elbe auch. Und ach, eigentlich alles. Es wird vielleicht wieder ein ziemlich langes Video, aber ich muss das haben als Erinnerung.
Es war ein richtig schöner Tag. Mann, gut, ich konnte Pfingsten noch jetzt los. Es hat so weh getan, Himmelfahrt nicht loszukönnen. Das habe ich heute wieder gemerkt. Das hat mir echt gefehlt. Es ist ja eigentlich nur ein Wochenende nicht gewesen, aber es war auch ein freier Tag, wo man hätte wieder viel erleben können. Das sollte nicht sein. Es war einfach zu grausig, zu kalt. Auch heute war es eigentlich relativ pustig und nicht recht warm, aber trotzdem ein wunderschöner Tag. Ein so ein Schauer, das ist doch völlig egal. Oh, es war so herrlich. Ach, unglaubliche Strecke. Richtig toller Tag. Den kann ich nicht beschreiben, was das heute mir gebracht hat. Es hat mich richtig aufgebaut nach diesem Down zur Himmelfahrt. Jetzt doch noch los zu können. Danke, lieber Wettergott, dass es doch noch möglich wurde. Der Sturm hatte sich gelegt und ich konnte los. Es hat sich unheimlich gelohnt. Ja, ich will auch nicht weiterreden, sonst fange ich noch bald an zu heulen. Es war ein richtig schöner Tag. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin, moin. Das habe ich mir dann noch verdient heute, oder? Okay. Schöner Abschluss, eine schöne leckere Pizza. Also, und tschüss.